Was ich ganz gerne machen möchte in diesem Vortrag, wirklich, wie Florian Schmiedig es schon angekündigt hat, einen Überblick über ja, verschiedene Perspektiven Ihnen geben, die sich ja mit den Konsequenzen der letzten 12, 13 Monate auseinandersetzen. Und das vor dem Hintergrund wirklich, dass ja eine zentrale Aufgabe in unserer Gesellschaft und damit auch im Bildungssystem verankert ist, dass Kindern und Jugendlichen Chancen gegeben werden, sich zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. Und ich glaube, man muss jetzt gar nicht viel Daten strapazieren, dass die jetzige Situation eine besonders schwierige ist, von der bestimmte Schülerinnengruppen möglicherweise nicht profitieren, sondern benachteiligt werden. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Ich möchte versuchen, überblicksartig wirklich vier, sieben Themenbereiche anzusprechen. Ich werde erstmal auf einige Voraussetzungen gehen, um dann drei Herausforderungen mit Ideen vorzustellen, die meines Erachtens für die Sicherung von Chancengleichheit besonders wichtig sind, und werde dann enden mit einem ja, kurzen Ausblick, der in die Richtung Entwicklung einer Gesamtstrategie geht. Lassen Sie mich anfangen mit ja, dem Bereich drei alte Bekannte. Wenn wir jetzt so die Situation der letzten Monate verfolgen, dann haben wir manchmal den Eindruck, dass irgendwie viele Problemlagen neu seien im Bildungssystem. Aber das muss ich Ihnen sicherlich nicht sagen. Vieles ist nicht neu, sondern ist schon seit vielen Jahren im System. Und ich möchte das an drei Beispielen nur noch mal einleitend kurz verdeutlichen. Ich habe Ihnen hier abgetragen, wie hoch der Anteil in den letzten 20 oder knapp 20 Jahren bei den 15-Jährigen im PISA-Kontext ist, die die Kompetenzstufe 1 im Lesen nicht überschreiten. Und Sie sehen, wir sind im Jahr 2000 bei 22,5 gestartet und sind jetzt bei 20,7%. Das heißt also, es hat im System im Prinzip keine substanzielle Reduktion der Schülergruppe stattgefunden, die halt in dem Bereich Lesen, hier in anderen Bereichen könnte man das ähnlich beschreiben, eine substanzielle Reduktion stattgefunden hat. Wenn man jetzt hört, die Zahl 20 bis 25% von Schülerinnen und Schülern, die Lernlücken haben, dann erstaunt mich das immer ein Stück weit, weil diese Gruppe gab es auch schon vor der Corona-Pandemie, und es ist letztendlich nachhaltig nicht gelungen, mit den entsprechenden Maßnahmen diese Gruppe auch zu verkleinern. Die zweite Bekannte ist das Thema Ungleichheit. Auch hier sind die Befunde nicht neu. Wir haben eine relative Stabilität in den Ungleichheitsmustern hier einfach mal dargestellt anhand der aktuellen Daten aus der TIMSS-Studie für den Grundschulbereich. Sie sehen die verschiedenen sozialen Herkunftsgruppen und die im Mittel erreichten Kompetenzstände in zwei Domänen. Und was man sehen kann, deutliche Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen. Und was man auch sehen kann, dass sich diese Unterschiede über diesen Zeitraum von 2007 bis 2019 im Prinzip nicht verringert haben. Und den dritten Zusammenhang, das ist der, dass die Lernumwelten, in denen Kinder und Jugendliche lernen, differenzielle Lern- und Entwicklungsmilieus darstellen. Baumhardt und Köller haben das schon vor vielen Jahren bezogen auf die Schulformen beschrieben. Ich möchte Ihnen hier ganz kurz eine Analyse zeigen, die wir im Kontext der nationalen Bildungsberichterstattung gemacht haben, indem wir einen Index gebildet haben, um zu beschreiben, wie ist denn der Kontext, in dem die Schüler und Schülerinnen lernen, eher privilegiert oder weniger privilegiert. Und ich lasse jetzt hier relativ schnell einzelne Stäbchen einfliegen, die immer für eine einzelne Schule in einer Schulform stehen. Sie sehen hier unten die Legende. Und wenn dieses Stäbchen nach oben ausschlägt, dann ist das ein Hinweis für einen eher privilegierten Kontext. Und wenn er nach unten ausschlägt, eher für einen problematischen Kontext. Nehmen wir die Hauptschulen, dann sehen wir hier einen deutlichen Effekt, der in eine Richtung geht. Bei den Realschulen zeichnet sich das schon ein bisschen heterogener aus, ähnlich bei den Schulen mit mehreren Bildungsgängen, den integrierten Gesamtschulen. Und wenn wir die Gymnasien dazu nehmen, dann sehen wir, dass die Verteilung sich nach rechts und nach oben verschiebt. Was man aber hier erkennen kann, egal von welcher Schulform wir reden, mit Ausnahme des Gymnasiums, wenngleich es auch da diese Schulen gibt, dann haben wir eine große Streuung in der Art und Weise, unter welchen Bedingungen Lehrpersonen arbeiten, Schulen geleitet werden müssen und Schülerinnen und Schüler letztendlich lernen müssen. Und diese Bedeutung der Einzelschule ist etwas, was auch jetzt in der Pandemiesituation noch einmal besonders deutlich geworden ist, sodass hier viele Fragestellungen, die wir adressieren, sich weniger auf
Schulform-Fragestellungen fokussieren werden in Zukunft, sondern meines Erachtens viel stärker auf die Frage der Einzelschule. Und dass man hier jetzt sieht, in diesem unteren Bereich, in dem negativen Bereich, das sind Schulen, von denen man sagt, da muss man besonders hinschauen, die brauchen möglicherweise besondere Unterstützungsangebote, mit denen man arbeiten kann. Hier braucht das Lehrpersonal möglicherweise besondere Qualifizierungsangebote, um mit den Situationen vor Ort umzugehen. Und da kommt an der Stelle genau das von Florian Schmiedek schon beschriebene Verbundprojekt ins Spiel, dass sich genau diese Schulgruppe zum Fokus gemacht hat und eine Bund-Länder-Initiative, die aber nicht alleine im Feld ist, sondern die im Prinzip in einer Trias mit zwei anderen großen Bund-Länder-Initiativen steht. Und das, wie ich finde, sehr Schöne und auch Innovative an diesen Verbünden ist, dass sie alle einen ko-konstruktiven Ansatz verfolgen. Das heißt, Wissenschaft geht in die Schule, arbeitet mit der Schulpraxis auf Augenhöhe, hat nicht die Patentlösung in der Schublade, die einfach nur implementiert wird, sondern die gemeinsam entwickelt werden soll. Die gemeinsame Entwicklung versuchen wir umzusetzen durch ein wirklich großes Konsortium. Wir haben insgesamt 13 institutionelle PartnerInnen, die in diesem Verbund mitarbeiten und an verschiedenen Standorten auch Regionalstrukturen, um auch wirklich die Verbindung zu den Schulen sicherzustellen. So, dass das jetzt kein Werbeblock werden soll, gehe ich an der Stelle jetzt weiter. Aber ich finde, vor dem Hintergrund, wie kann man gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen sichern, sind genau solche Initiativen, die vom Bund und von Ländern finanziert werden und entwickelt werden, meines Erachtens ein wichtiger und richtiger Schritt. Lassen Sie mich zum zweiten Punkt kommen. Was wissen wir eigentlich über die Entstehungszusammenhänge von sozialen Ungleichheiten? Das kann man, wie ich finde, relativ einfach beschreiben, indem wir sagen, wir haben einen Zusammenhang zwischen jeweils immer zwei Merkmalsgruppen der sozialen Herkunft und Merkmalen der Bildungsbeteiligung und Merkmalen des Kompetenzerwerbs. Und wenn dieser Zusammenhang in einer gewissen Systematik erfolgt, dann würden wir hier von entsprechenden sozialen Ungleichheiten sprechen. Die Frage, die sich jetzt stellt, aber auch ganz unabhängig von Corona, sie wird aber durch Corona nochmal verstärkt, wie ändert sich das möglicherweise in einer mehr und mehr digitalisierten Welt? Und hier wird deutlich, dass zu den bekannten Dimensionen, auf die Ungleichheit wirken kann, etwas dazukommt. Nämlich bei der Beteiligung brauchen wir die Infrastruktur, die Technik, wir brauchen Unterstützungssysteme, sowohl in den Bildungseinrichtungen als auch in den Familien. Wenn die nicht da sind, dann wird es schwierig sein, auch diesen Zugang zur Bildung in angemessener Form zu realisieren. Auf der Seite des Kompetenzerwerbs haben wir es mit einer Flut von Informationen zu tun. Diese muss gefiltert, muss verarbeitet werden. Das wird etwas sein, was einigen sehr gut gelingt, anderen möglicherweise weniger gut. Und wir haben neue Kompetenzbereiche, auf die es ankommt. Und all das wird letztendlich mit dem Stichwort Digitalisierung umschrieben. Und es wird interessant sein zu schauen, wie sich dieser Zusammenhang weiterentwickelt, wenn sich die Welt weiterdreht, Bildungskontexte auch zunehmender digitalisiert werden und wir eine stärkere auch Interaktion in der Mensch-Maschine-Kommunikation beispielsweise haben. Und warum zeige ich Ihnen das? Weil vielerorts in der Digitalisierung immer die Möglichkeit gesehen wird, gerade Chancengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Ja, in der Tat, es gibt viele Möglichkeiten, die dazu beitragen können. Es gibt aber auch Gefahren. Und ich würde dafür werben wollen, wirklich auch hier immer einen differenzierten Blick ins System zu werfen. Wenn wir schauen, wie sieht der Forschungsstand zu Ungleichheiten aus, auch vor der Pandemiesituation, wir haben von der frühen Bildung bis zum Arbeitsmarkt eine weitgehende und sehr differenzierte Forschungslandschaft, die aber sehr differenziert ist. Und das will ich Ihnen hier zeigen, einfach mal mit einer kurzen Abfrage bei Google Scholar, wo man guckt, wie viele Forschungsarbeiten sind eigentlich in den verschiedenen Bildungs- bzw. Arbeitsbereichen entstanden. Hier zumindest erstmal nur die Arbeiten, die im deutschsprachigen Raum entschieden sind. Sie sehen ein deutlicher Fokus im Bereich der Schule, andere Bereiche, berufliche Bildung, sehr marginal.
und auch der Bereich der frühen Bildung hier relativ wenig berücksichtigt. International sieht das natürlich anders aus. Da verschieben sich auch so ein bisschen die Verhältnisse zwischen den einzelnen Bildungsbereichen. Insgesamt denke ich aber, dass wir gerade auch, wenn es darum geht, Wissen zu generieren, das in irgendeiner Weise steuerungsrelevant ist, dass wir Synthesen brauchen, um einfach mal zu schauen, welche Daten liegen eigentlich vor. Es kann beispielsweise sein, dass wir in einem Bildungsbereich relativ viele Arbeiten haben, die greifen aber alle auf ein oder zwei Datensätze zurück. Und das hat natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich einen breiten Datenkranz habe, mit dem man arbeiten kann. Und hier finde ich es wichtig, dass wir perspektivisch neben den Originalarbeiten, neben der grundlagenwissenschaftlichen Forschung, die an vielen Stellen vorangebracht werden muss, auch die Frage der Synthese in Zukunft stärker thematisieren. Was wir wissen, ich habe hier nur ein einfaches Erklärungsmodell mitgebracht, das den französischen Soziologen Boudon zurückgeht, wie diese Ungleichheiten entstehen. Und wir haben auch das nur beispielhaft, ohne auf die einzelnen Effekte einzugehen. Verschiedene Forschungen, die sich hier sehr differenziert mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Und ein Effekt oder ein Befund, den man hier deutlich machen kann, in vielen Untersuchungen ist sehr schön gezeigt worden, dass Ungleichheiten nie da entstehen, wo sie sichtbar werden. Aber oftmals agieren Programme, Maßnahmen an den Stellen, wo sie sichtbar werden. Und damit ist die Wirkung dieser Programme schon sehr beschränkt, weil sie nämlich den Teil, der vorher entsteht, überhaupt nicht mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist es so, und da möchte ich auf eine Dissertation hinweisen, die vor einigen Jahren bei unserem Institut entstanden ist. Erreichen wir mit der Operationalisierung unserer Theorien, unserer theoretischen Konstrukte auch wirklich die Alltagsrealität von Kindern und Jugendlichen und Familien? Und was hier die Doktorandin gemacht hat, sie hat die verschiedenen Parameter, die wir in der Modellierung von Werterwartungstheorien, Rational Choice Theorien verwenden, einfach mal versucht, in Küchengesprächen in den Familien zu spiegeln. Und erstaunlicherweise haben bestimmte Parameter überhaupt keine Rolle gespielt und andere weiche Parameter, die wir überhaupt nicht berücksichtigen in den Modellierungen, einen sehr starken Einfluss haben auf das Entscheidungsverhalten. Das heißt, wir haben, auch wenn es eine breite Forschung gibt, hier insgesamt auch noch einen hohen Handlungsbedarf. Eine letzte Folie möchte ich Ihnen zeigen, in der wir einfach mal geschaut haben. Ich bin jetzt ein Stückchen weiter in der Bildungsbiografie, an der Entscheidungsschwelle Hochschulübergang oder nicht. Und wenn wir schauen, wie viel Variabilität können wir eigentlich mit so klassischen Indikatoren wie sozioökonomischer Hintergrund, Leistungsinformationen aus Leistungstests der Oberstufe und Noten erklären, dann ist das nicht sehr viel. Dann sind das lediglich 13%. Und wenn man sich hier auch nochmal anschaut, wenn man dann weiter guckt, wie lassen sich diese 13% weiter zerlegen, dann fallen darauf lediglich ungefähr 9% auf die soziale Herkunft und die kann ich auch weiter zerlegen. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber was hier wieder deutlich wird, dass die soziale Herkunft an der Stelle nicht der einzige und möglicherweise auch gar nicht der entscheidende Hebel ist, sondern dass der Leistungsbereich, das zur Verfügung stellen von guten und gewinnbringenden Lehr-Lern-Situationen viel einflussreicher ist als das Intervenieren in die soziale Herkunft hinein. Befunde, die meines Erachtens auch bei der Entwicklung von bildungspolitischen Maßnahmen gegenwärtig noch zu wenig berücksichtigt werden. Ja, was wissen wir nun über den Einfluss der gegenwärtigen Pandemie auf die Muster sozialer Bildungsungleichheiten? Man muss hier zunächst sagen, es ist wirklich erstaunlich, aber es wird in einer frappierenden Art und Weise deutlich. Wir haben im Prinzip in Deutschland ein so großes Datendesiderat, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, empirisch fundierte Aussagen sowohl über die Lernstände, über die Lernverläufe, Entwicklungsverläufe, über die Bildungsungleichheiten zu treffen. Das, was wir machen können, und da gibt es verschiedene Studien, die darauf hindeuten, in denen untersucht wurde, wie haben sich eigentlich die effektiven Lernzeiten der Schülerinnen verändert. Und da hat man sowohl in den Phasen der ersten Schulschließung im letzten Jahr als auch in der aktuellen Situation zeigen können, dass sich die Lernzeiten über alle Schülergruppen reduziert haben. Aus verschiedenen internationalen Studien
Wissen wir, dass die Schulschließung im Frühsommer letzten Jahres, die 8 Wochen im Prinzip oder im Durchschnitt, doch schon zu substanziellen Lernrückständen geführt haben und dass es hier differenzielle Effekte zu Ungunsten von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern gibt und von Lernenden aus sozial weniger begünstigten Familien. Interessanterweise kommen erste Analysen, in dem Falle aus dem Bundesland Hamburg, für Baden-Württemberg liegen mittlerweile vergleichbare Analysen vor. Kommen diese Analysen zumindest auf der Systemebene zu dem Ergebnis, dass es keine grundlegenden Veränderungen in den schulischen Leistungen der verschiedenen Schülerkohorten gibt vor und nach der Pandemie? Ich wäre bei diesen Systemdaten, die wir haben, sehr vorsichtig und würde hier eher den Längsschnittdaten trauen zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus dem internationalen Kontext und hätte hier wenig Ansatzpunkte, warum sich dieses in Deutschland anders verhalten sollte als in den Niederlanden, in Belgien oder in der Schweiz. Aber letztendlich wissen wir empirisch gesichert nicht viel über die aktuellen Lernstände der Schülerinnen und Schüler. Und ich habe das mal versucht, für mich so darzustellen, wenn man davon ausgeht, es gibt diese unterschiedlichen Entwicklungsverläufe über ein Schuljahr und dann gibt es die Schulschließung. Und wenn man die Forschung zu den Sommerlocheffekten ernst nimmt, die sich in geringem Ausmaß auch schon bei 6 Wochen Sommerferien zeigen lassen, dann wäre die Frage, wenn es in der Schulschließung nicht gelungen ist, guten, anregenden Distanzunterricht zu ermöglichen, dann sollte die Schere nach der Schulschließung weiter auseinandergegangen sein. Wir wissen es aber letztendlich nicht. Wir wissen auch nicht, wie gut der Wechselunterricht war, sodass wir hier mit einer größeren Variabilität in den Leistungs- und Entwicklungsständen der Schülerinnen und Schüler rechnen müssen. Und wir wissen auch nicht, was dann letztendlich passiert ist, als die Schulen sich wieder schließen mussten und hier jetzt Schulen im Wechselunterricht sind, teilweise nicht. In Hessen sind die Schulen wieder zu, in anderen Bundesländern sind sie offen. Trotz einheitlicher Regelungen legen die Länder die einzelnen Bereiche wieder unterschiedlich aus. Also im Prinzip haben wir hier ein relativ großes Chaos und können die Situation nicht wirklich quantitativ fassen und beschreiben. Was wir aber bräuchten, letztendlich, um Ideen zu entwickeln, wie wir jetzt aus dieser Krisensituation herausgehen können und wie wir ja, möglicherweise positive Entwicklungsverläufe auch sichtbar machen können. Damit möchte ich zu den drei Herausforderungen kommen, die ich angesprochen habe und möchte mit der ersten beginnen, Herausforderung Heterogenität. Und der Umgang mit Heterogenität ist nicht erst seit Corona und ist nicht erst seitdem wir ein differenziertes Bildungssystem haben, eine der größten Herausforderungen. Schon vor mehr als 240 Jahren hatte Ernst Christian Trapp dieses, wie ich finde, doch sehr treffliche Zitat formuliert, das im Prinzip zeigt, die größte Herausforderung der Lehrpersonen im Lehr-Lern-Kontext, im Klassenkontext, im Lerngruppenkontext ist letztendlich die mit den unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten, Anlagen der Kinder umzugehen, die man dann alle in einem Lernkontext unterrichten soll. Und ich finde, dass dieses auch schon vor Corona die zentrale Herausforderung war, die sich auch in verschiedenen Angeboten in der Ausbildung von LehrerInnen niederschlägt, aber im Wesentlichen auch in den Angeboten in der Fort- und Weiterbildung. Ja, was sind nun die einzelnen Bereiche? Man könnte jetzt hier sagen, im Prinzip wird es darum gehen, dass die Gestaltung des Unterrichts genau diesen unterschiedlichen Lernständen, die wir jetzt im Prinzip noch gar nicht genau kennen und die bei einer Klasse in den Fächern auch sehr unterschiedlich aussehen kann, dass die berücksichtigt werden müssen durch ganz konkrete Maßnahmen und die Gestaltung eines guten adaptiven Unterrichts. Und das wird meines Erachtens auch in der Folgezeit Qualifizierungsangebote für Lehrpersonen nach sich ziehen. Und in welcher Weise das auch gelingen kann, in welcher Weise auch mit Lernbeeinträchtigungen oder Lernstörungen umgegangen werden kann, da haben Sie ja in dieser Vortragsreihe auch spezifische Vorträge und Angebote, sodass ich da jetzt im Einzelnen nicht auf eingehen möchte. Aber auf ein paar Punkte möchte ich doch eingehen, weil die in den letzten Monaten immer diskutiert wurden. Es wurde in verschiedenen Kommissionen darauf hingewiesen, dass es überlegenswert ist, zu schauen, ob man in einer solchen Situation das System
auch nicht einmal rüttelt und fragt, ist eigentlich das, was wir in den Lehrplänen stehen haben, wirklich das Richtige, was die Schülerinnen und Schüler lernen müssen in einer bestimmten Zeit. Wie sieht es mit den erwarteten Lernzielen aus? Es ist schon eine sehr ambitionierte Vorstellung, dass man unter den gegebenen Bedingungen der letzten 12 Monate möglicherweise die gleichen Lern- und Leistungsziele erwartet wie unter normalen schulischen Bedingungen. Das kann im Prinzip nicht funktionieren und insofern finde ich, ist diesen Zeitpunkt genau richtig, darüber nachzudenken, wie kann ich an der Quantität von Lerninhalten mehr Raum für Individualisierung schaffen und gleichzeitig kompetenzorientierten Unterricht durchzuführen, der keine Qualitätseinbußen bedeutet. Das ist eine Diskussion, die man meines Erachtens hätte vor einem Jahr schon intensiv beginnen können, ohne dass man gleich eine Lösung hat. Aber man hätte entsprechende Arbeitsgruppen installieren können, bei denen sich die Fachdidaktiken zusammensetzen und das einmal kritisch unter der Perspektive, brauchen wir eine Entschlackung unserer Lehrpläne und Bildungsziele an der einen oder anderen Seite. Es wird eine Aufgabe bleiben, die wir in Zukunft meines Erachtens weiter und tiefer diskutieren werden, was wir gegenwärtig aber nicht machen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass diese Aufgabe sich stellen wird. Gerade in dieser jetzigen Situation ist meines Erachtens doch mal deutlich geworden, wie wichtig Feedback für den Lehr-Lern-Prozess ist, wie wichtig Feedback für die SchülerInnen als Orientierungshilfe ist, um sich zu justieren, zu verorten, um Fortschritte zu erkennen. Dieses ist auch etwas, was meines Erachtens perspektivisch eine Herausforderung ist, mit der wir weiterarbeiten müssen und wo wir meines Erachtens auch noch etwas energischer werden müssen, um diese Form des Feedbacks auch in der Schule verstärkt umzusetzen. Die Flexibilisierung von Bildungsbiografien oder von Abschlussphasen sind Momente, über die man diskutieren kann. Wir flexibilisieren das Bildungssystem an einigen Stellen, wenn es um leistungsstarke Schülerinnen und Schüler geht. Beispielsweise durch das Überspringen von Schulklassen oder aber auch das temporäre Besuchen von Unterricht in höheren Klassen für einzelne Fächergruppen. Wir machen Vergleichbares für die leistungsschwächeren Schüler in aller Regel nicht, sondern wir haben hier oftmals noch die Möglichkeit der Klassenwiederholung, die sicherlich die ineffektivste Form ist, um mit einem Lernrückstand, mit einer Lernschwäche umzugehen. Die gleiche Frage könnte man sich stellen, können wir nicht Abschlussphasen versuchen zu flexibilisieren? Warum muss das geballte Wissen eines Bildungsganges, das zu einem Abschluss führt, in einem Zeitraum von wenigen Wochen als Prüfung abgelegt werden? Könnte man hier nicht für Flexibilisierung und damit auch für eine gewisse Entspannung der Schülerinnen und Schüler sorgen? Und letztendlich etwas, was auch in der gegenwärtigen Diskussion meines Erachtens zu kurz kommt. Wir reden gerade von 1-2 Milliarden Kompensationsprogrammen, die die Bundesregierung zusammen mit den Ländern auf den Weg bringen will. Das ist richtig und wird für bestimmte Schülergruppen auch die erhofften Effekte nach sich ziehen. Was wir aber auch brauchen, ist eine Stärkung von sogenannten nicht-kognitiven Kompetenzen, wie Kompetenzen der Lernprozessgestaltung, die Selbstlernkompetenzen, die wichtig sind, um gerade in solchen Situationen, wie wir jetzt sind, auch entsprechend umzugehen und auch vor dem Hintergrund einer Heterogenität in einem Klassenraum. Wenn ich selbst in der Lage bin, mich zu organisieren, mich zu strukturieren und mich zu motivieren, werde ich im Unterricht anders verfolgen können, als wenn ich wirklich immer nur den Input durch die Lehrperson brauche. Zweiter Punkt oder zweite Herausforderung, Abbau von Kompetenzarmut und von Bildungsungleichheiten. Ich hatte es schon gesagt, das ist nicht neu, aber die jetzige Situation hat nochmal in einer doch dramatischen Weise gezeigt, dass sich hier das gesamte System, und damit meine ich nicht nur die Lehrperson, damit meine ich nicht nur die Bildungspolitik, damit meine ich letztendlich auch ressortübergreifend weite Teile der Gesellschaft. Wir brauchen eine Lösung, wie wir mit dieser Kompetenzarmut umgehen und wie wir sie nachhaltig abbauen. Nur dann wird es gelingen, auch Bildungsungleichheiten nachhaltig abzubauen. Auch hierzu
einige Überlegungen, die teilweise trivial erscheinen, die aber gerade in der jetzigen Situation von immenser Bedeutung sind. Lernende brauchen klare Strukturen, sie brauchen feste Ansprechpersonen in der Schule. Auch das ist jetzt wichtig, nach wie vor wichtig, weil die Schulen teilweise geschlossen sind. Im Wechselunterricht gibt es teilweise auch gar keinen Kontakt mehr mit den einzelnen Lehrpersonen in der Zeit, in der die Schüler und Schülerinnen eben nicht in der Schule sind. Wenn es uns aber nicht gelingt, eine stabile Beziehung aufzubauen, dann brauche ich auch nicht über irgendwelche Nachhilfepakete nachzudenken. Die werden kognitiv mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verankert werden und werden, wenn überhaupt, nur von kurzer Wirkung sein. Wir brauchen daher auch einen Ausbau von niederschwelligen Beratungsangeboten an den Schulen. Wir haben im Prinzip noch gar keinen Überblick, was diese Zeit der Einschränkung von sozialen Kontakten, möglicherweise auch beengten Verhältnisse, unter denen Familien viele Monate gelebt haben, welche Konsequenzen das hat und was das mit der psychosozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gemacht hat. Hier scheint es mir wichtig zu sein, auch darüber nachzudenken, dass wir nicht nur Angebote im Bereich von Kompensation von Lernrückständen brauchen, sondern auch Beratungsangebote, die die psychosoziale Entwicklung in den Blick nehmen. Um an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler anzusetzen, scheint, das ist, glaube ich, völlig unstrittig, die Erfassung von Lernständen eine wichtige Grundlage für eine anschließende Förderung und für die Planung von Lernprozessen. Hier sind die Länder schon dabei, dieses zu überlegen, aber im Prinzip scheint mir der Zeitpunkt Anfang nächsten Schuljahres schon viel zu spät zu sein. Wir hätten in vielen Bereichen Verfahren, um dieses auch umzusetzen. Einige Bundesländer haben beispielsweise die Vergleichsarbeiten im jetzigen Kontext ausgesetzt. Wie ich finde, eine falsche Entscheidung an der Stelle, weil wir brauchen Informationen. Und wenn wir diese Informationen nicht haben, können wir weder die Gesamtlage einschätzen, noch auch wirklich darauf aufbauende Förderangebote für die Schülerinnen und Schüler entwickeln. Wir brauchen attraktive Angebote während der Unterrichtszeit, also integrative Angebote. Wir brauchen sie aber auch außerhalb des Unterrichts, indem wir beispielsweise Maßnahmen, die im Bereich des Ganztags liegen, auch jetzt viel stärker und konzentrierter für solche Angebote nutzen. Der Ganztag hat den großen Vorteil, er hat eine Struktur, auch wenn diese Struktur in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Er hat Ressourcen und jetzt scheint es mir hier eine Möglichkeit zu sein, diese Struktur und diese Ressourcen auch zu nutzen, aber auch zu schauen, in welchen Bereichen wir auch noch zusätzliche Bildungsanbieter außerhalb der Schule nutzen können, die im Sozialraum sind. Das wäre dann eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Anbietern. Wir konnten hier in den verschiedenen Bereichen schon sehen, dass Schulen, die auch schon vor der Pandemie hier sehr ausgebaute Kooperationsnetzwerke hatten, dass die jetzt auch in dieser Pandemiesituation letztendlich verstärkte Angebote für die Kinder und Jugendlichen machen sollten. Was wir brauchen bei all diesen Maßnahmen, gerade jetzt auch bei den groß angelegten Kompensationsprogrammen, wir brauchen eine nachhaltige Verzahnung mit der Schule. Temporäre Insellösungen, die mal kurzzeitig Nachhilfe ermöglichen, werden hier zu kurz greifen und werden nicht die erwünschten Erfolge erzielen. Möglicherweise für Kinder, die im Prinzip im normalen, durchschnittlichen Leistungsbereich sind und durch diese jetzige Situation nicht die Möglichkeiten hatten zu lernen, sich zu entwickeln, da mögen diese Angebote gut funktionieren. Es wird Schülergruppen geben, da brauchen wir erst Angebote, die die Schülerinnen und Schüler in ihrer psychosozialen Befindlichkeit aufgreifen. Und dann letztendlich mit solchen Kompensationsangeboten adressiert werden können. Neben den Basiskompetenzen, ich habe es schon gesagt, scheint es mir wirklich besonders wichtig zu sein, auch den Bereich halt der Selbstlernkompetenzen in den Blick zu nehmen. Das hätte auch den Vorteil, dass wir nicht immer nur reagieren und auf Kompensation hin agieren, sondern dass wir auch agieren und versuchen, präventiv tätig zu werden. Denn ausgeprägte Selbstlernkompetenzen sind sicherlich ein guter Schutzfaktor, auch mit nicht planbaren, außergewöhnlichen Situationen angemessen umzugehen.
Eine Lösung, die gegenwärtig immer wieder diskutiert wird, ist das freiwillige Wiederholen oder das Wiederholen. Und ich hatte Ihnen hier einige Argumente zusammengeführt, die meines Erachtens in der gegenwärtigen Diskussion nicht bedacht werden oder zu kurz greifen. Also die Verantwortung für den Umgang mit den Folgen der Pandemie auf die Ebene der Familien zu verschieben, halte ich eine wirklich ziemlich schwierige und in Teilen auch gefährliche Konsequenz. Es fehlt an klaren Konzepten, wie die einzelnen SchülerInnen ihre Lernrückstände dann auch wirklich aussehen, wie dann entsprechende Förderungen aussehen können. Es fehlt an differenziellen Förderangeboten, die bis jetzt noch nicht hinreichend unterfüttert sind. Es gibt noch keine Überlegung in dem Bereich, welche Konsequenzen hat eigentlich ein Wiederholen einer Klassenstufe im größeren Maß für die Schulorganisation. Und letztendlich scheint es wichtig zu sein, dass die Folgen von möglichen Schulwiederholungen auch für das psychoemotionale Erleben der Schülerinnen und Schüler in diesen Diskussionen oftmals ausgeblendet werden. Und was mir hier wichtiger erscheint, sind im Prinzip vier Gedanken, dass man sagt, ich wiederhole es an der Stelle auch gerne, wir brauchen differenzierte Diagnoseinstrumente und zwar nicht nur in den Abschlussklassen, nicht nur an den Klassen, die an Übergängen zwischen Bildungsbereichen stehen, sondern im Prinzip an allen Klassen. Wir brauchen differenzierte Förderkonzepte für die unterschiedlichen Unterrichtssettings, in denen wir sind. Wir brauchen umfassende Fortbildungsangebote, die auf die zentralen Herausforderungen umgehen, die aber auch den Bereich des Distanz- oder des Hybridsunterrichts in den Blick nehmen. Und der letzte Punkt, eine Anerkennung möglicher psychoemotionaler Folgen der Pandemie. Und wir dürfen nicht ausschließlich auf den Bereich der kognitiven Kompetenzen schauen, so wichtig sie sind, aber oftmals braucht es möglicherweise auch nochmal eine Vorarbeit, um dann erst diese kognitiven Kompetenzen in den Blick zu nehmen. Ja, damit komme ich zur dritten Herausforderung, Digitalisierung. Digitalisierung ist nun ein Thema, das in den letzten Monaten sehr stark strapaziert wurde. Und ich möchte Sie mit diesem Thema jetzt auch nicht überstrapazieren, weil die Befunde da, glaube ich, auch hinreichend bekannt sind. Ich habe Ihnen hier nochmal einen Ausschnitt, ein Potpourri aus der jüngsten ICELS-Studie mitgebracht, die nochmal zeigt, wie die Verteilung hier im internationalen Bereich aussieht, also die Minimal- und die Maximalausprägung und dann mal gekennzeichnet, wo Deutschland ist. Und im Prinzip ist es völlig egal, welche Dimension wir uns anschauen. Wir haben hier einen großen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung, in den Kompetenzen, in den Angeboten, in der Infrastruktur. Und wenn man sich anschaut, welche Länder jetzt hier auch für die hohen Ausprägungen der Digitalisierung stehen, dann ist es eben nicht nur oder sind es nicht nur die typischen Verdächtigen, sondern wir haben auch da eine gewisse Streuung der einzelnen Länder. Also wir haben hier eine große Aufgabe und die ist jetzt nochmal durch ja, das Nichtvorhandensein von Schule als gewohnter Lern- und Lebensraum nochmal umso deutlicher geworden. Welche Herausforderungen geben sich hier? Einerseits, ja, wir müssen diesen Digitalisierungsschub mitnehmen und weiterentwickeln. Gleichzeitig darf Digitalisierung aber auch nie Selbstzweck werden, sondern sie muss immer einer bestimmten Prämisse folgen, eine Frage, für welche Zwecke ich dann auch Digitalisierung einsetzen soll. Es ist völlig unstrittig, dass wir eine nachhaltige, technische, leistungsstarke Infrastruktur brauchen. Was aber in der gegenwärtigen Situation oftmals nicht bedacht wird, ist das nachhaltig, was ich gerade gesagt habe. Der Digitalpakt wird 2024 auslaufen und es ist noch unklar, wie 2025, und das ist nicht mehr lange hin, dann letztendlich auch die nötige Infrastruktur in den Schulen, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern sichergestellt werden kann. Insofern ist es wichtig, auch hierüber nachzudenken, weil möglicherweise ist das kein Selbstläufer, sondern braucht auch nochmal juristische Auseinandersetzungen. Sie erinnern sich, dass um den Digitalpakt insgesamt zu realisieren, hat es eine entsprechende Grundgesetzänderung gebraucht. Es geht meines Erachtens darum,
die Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Technologien im Unterricht insgesamt auszuweiten, dass wir eine Reflexion brauchen, zu welchem Zweck nutze ich, wie, welche Medien. Diese Frage finde ich für mich eigentlich ganz gut, um wirklich Digitalisierung nicht zum Selbstzweck zu erheben, sondern dass sie zielgerichtet ist. Und wie zielgerichtet sie sein kann, das wird hier in dieser Systematisierung deutlich, die wir auch für den aktuellen Bildungsbericht nochmal vorgenommen haben, in der deutlich wird, ja, die Funktionen von digitalen Technologien sind durchaus vielschichtig. Sie sind Organisationsmittel, sie können als Lehr-Lernmittel benutzt werden, sie können aber auch zur kreativen Gestaltung genutzt werden, als Lehr-Lernwerkzeuge und letztendlich sind diese Bereiche selbst ein eigener Lehr-Lern-Gegenstand und alles lässt sich hier auch nochmal weiter differenzieren. Und ich glaube, es hilft uns, eine solche Systematisierung immer noch mal vorzunehmen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, aber welche Grenzen sind dann auch mit digitalen Technologien verbunden. Die Pädagogik vor die Technik stellen, finde ich eine sehr schöne Formulierung, die Technik für die Pädagogik, also für den Lehr-Lern-Gegenstand entwickelt. Und ein Beispiel, das ich Ihnen hier bringe, das auch aus unserem Institut kam unter der Leitung von Markus Hasselhorn, ist aus einem laufenden BMBF-Projekt ja dieses digitale Ferienlernangebot für Kinder zu entwickeln, noch eine Lern-App, die in vielen hessischen Grundschulen mittlerweile im Einsatz ist. Ein Projekt, das sich in dieser Weise sicherlich so nicht entwickelt hätte, wenn wir nicht vor dieser besonderen herausfordernden Situation gestanden hätten. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, man könnte jetzt hier viele andere Beispiele nennen. Das scheint mir im Prinzip der richtige Weg zu sein. Wir entwickeln nicht irgendwelche Technik, nur weil es Technik ist, das hat auch seine Berechtigung an verschiedener Stelle, sondern wir entwickeln es für eine bestimmte, in dem Falle pädagogische Intention, die wir damit verbinden. Digitalisierung der Lebens- und Bildungswelten wird dazu führen, und ich habe es eingangs bei den Ungleichheitsdimensionen schon gesagt, dass wir neue Kompetenzbereiche haben werden, nämlich die der Digitalkompetenzen. Und da scheint es mir auch wichtig zu sein, dass das Digitalkompetenz besteht nicht im Wischen von irgendwelchen Tablets oder Smartphones oder an der Anwendung von irgendwelchen Programmen, sondern ist eine sehr mehrdimensionale Kompetenzdimension, die sowohl technologische Kompetenzen im Bereich der Anwendung, Handhabung, Gestaltung und Entwicklung hat, die medien- und informationsbezogene Komponenten hat, die der Auswahl, Bewertung, der Filterkompetenz, der Selbstbestimmung und des Datenschutzes und auch soziale Komponenten, nämlich die Frage, wie verändern sich eigentlich Kommunikationsformen, wie verändern sich Interaktionsformen, wenn wir letztendlich sehr häufig intensiv über digitale Medien interagieren. Das sind, glaube ich, auch Fragen, die hier sehr wichtig sind, Digitalkompetenzen eben nicht nur auf die technische Komponente zu reduzieren, sondern die anderen hier auch mit in den Blick zu nehmen. Was wir im Prinzip noch nicht haben, was aber meines Erachtens notwendig und durchaus sinnvoll ist, Mindestanforderungen für eine pädagogisch reflektierte Nutzung digitaler Technologien, die müssen wir sicherlich definieren. Wir brauchen auch hier möglicherweise Standards. In vielen Grundschulen wird beispielsweise eine Lern-App namens Anton verwendet. In welcher Weise das jetzt wirklich ein gutes Medium ist, weiß ich nicht, ob sich alle Lehrpersonen darüber im Klaren sind. Also hier wird es Informationen, Hilfe, Unterstützung für das Personal brauchen und auch für den Digitalisierungsbereich braucht es meines Erachtens einen Ausbau der Fortbildungsangebote, eine Ausbildungsstrategie. Hier ist Hessen meines Erachtens auch ein gutes Stück weiter als andere Bundesländer, weil Hessen ja mit dem Digitalpakt 1 auch hier spezifische und zusätzliche Gelder auch vor der jetzigen Pandemiesituation zur Verfügung gestellt bzw. in Aussicht gestellt hat. Fasst man diese drei herausfordernden Bereiche zusammen, würde ich sagen, gibt es verschiedene Bereiche, auf die man, glaube ich, hinweisen und hinarbeiten muss, wenn es darum geht, soll allen Kindern gleiche Chancen
zu ermöglichen. Wir brauchen ein Anerkennen von Problemlagen, die wir im System haben und wirklich eine Bereitschaft, diese nachhaltig zu reduzieren. Ich hatte eingangs ja den Fokus auf die Kompetenzarmut gelegt. Nach der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie war der Aufschrei unheimlich groß. Und es wurden viele Initiativen gestartet. Das will ich überhaupt gar nicht werten. Aber es ist nicht gelungen, diesen Effekt der Kompetenzarmut, auch nicht den Effekt der sozialen Ungleichheit, nachhaltig zu reduzieren. Wir haben jetzt 20 Jahre nach der ersten PISA-Studie im Prinzip die ähnliche Zusammenhangsstrukturen im System. Wir brauchen eine klare Verortung von Entscheidungsbefugnissen. Das ist gerade jetzt in den letzten Monaten deutlich geworden, dass wir hier eine Unübersichtlichkeit haben, wo teilweise unklar ist, wer trifft eigentlich für wen welche Entscheidung. Und diese Konfusion hat an verschiedenen Stellen auch Entwicklungsprozesse dann für die Praxis erschwert. Ich will nicht sagen unmöglich gemacht, aber zumindest erschwert. Und die Leidtragenden davon sind dann einerseits die Lehrpersonen, die das dann letztendlich umsetzen müssen. Und im letzten Ende dann die Schülerinnen und Schüler, für die die entsprechenden Angebote nicht oder nicht in hinreichender Weise vorgehalten werden können. Die Notwendigkeit zur klaren Kommunikation, da muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Wenn Schulleitungen sonntags die Information bekommen, dass sie Montag keine Schule machen dürfen, ist das keine klare Kommunikationsstruktur. Kommunikationsstrukturen zwischen Bund und Ländern waren alles andere als optimal. Und ich glaube, dass auch von dieser Kommunikationskonfusion insbesondere Familien betroffen waren, die sich vielleicht nicht so stark um die Bildungsbelange ihrer Kinder kümmern, sodass wir hier doch Klarheit brauchen in den Kommunikationsstrukturen. Wir brauchen auch Klarheit über verfügbare Unterstützungsangebote. Welche Möglichkeiten gibt es denn für die Schule vor Ort? Sind denn die Möglichkeiten von Schule zu Schule gleich? Wie kann auch die Bildungsverwaltung flankieren, unterstützen, um zusätzliche Angebote, Lerngelegenheiten zu ermöglichen, die vielleicht nicht im inneren Kern von Schule sind, sondern eher im außerschulischen Bereich, im Stadtteil liegen beispielsweise. Die Entwicklung intelligenter, forschungsbasierter Lehr- und Lernmaterialien hatte ich schon erwähnt. Das ist etwas, was, glaube ich, ein wunderbares Entwicklungsfeld ist, wo Wissenschaft und Praxis auch sehr schön zusammenarbeiten kann. Ich glaube, da entwickelt sich gegenwärtig auch sehr viel. Was mir auch wichtig erscheint, eher aus einer Steuerungsperspektive, dass Situation mit besonderen Herausforderungen eine Stärkung der Schulaufsicht brauchen. Schulaufsicht hat eine besondere Funktion in solchen Krisensituationen. Sie müssen ihre Kontrollfunktion wahrnehmen. Ob sie das in den letzten Monaten immer wirklich umgesetzt haben, weiß ich nicht. Aber möglicherweise noch viel wichtiger als die Kontrollfunktion ist die beratende, die begleitende, die unterstützende Funktion. Wir reden oftmals von Fortbildung des Lehrpersonals, aber wir müssen auch das Personal in den Administrationen weiterbilden, um es fit zu machen für die steigenden Anforderungen in den Schulen vor Ort. Unterstützung brauchen auch die Schulleitungen. Die Aufgaben von Schule werden vielfältiger, werden komplexer und brauchen letztendlich auch eine entsprechende Führung durch die Schulleitungen. Und hier brauchen meines Erachtens die Schulen auch wirkliche Unterstützung. Es bezieht sich auch darauf, dass man überlegen muss, in welcher Weise kann man Schulen auch Unterstützung anbieten, dass sie sich nicht mit technischen Fragen auseinandersetzen müssen, gerade auch im Kontext von Digitalisierung, sondern dass hier entsprechende Unterstützungssysteme etabliert werden, die den Schulen, den Lehrpersonen, aber auch den Schulleitungen Raum gibt, inhaltlich, strategisch, konzeptionell zu arbeiten. Die Entwicklung von Schul- und Unterrichtsentwicklungskompetenz halte ich für eine wichtige Fragestellung. Wir versuchen in dem vorhin schon angesprochenen Bund-Länder-Programm genau diesen beiden Welten zusammenzubringen, Schul- und Unterrichtsentwicklung als Einheit zu verstehen und Schulen hier zu unterstützen, diese Kompetenzbereiche auch zu stärken. Und der letzte Punkt wäre eine Perspektive der Ganzheitlichkeit der Steuerung. Wir reden, wenn wir gerade von Schule reden, oftmals aus einer Perspektive vom Kultusministerium. Es gibt aber Fragestellungen,
die enden an der Ressortzuständigkeit eines Kultusministeriums. Wenn wir beispielsweise Schule und Kinder- und Jugendhilfe besser miteinander verzahnen wollen, dann brauchen wir in vielen Ländern letztendlich andere ministerielle Zuständigkeiten. Wenn der Ganztag nicht in der Schule organisiert ist, brauchen wir andere ministerielle Zuständigkeiten. Wenn wir über den Schulbereich hinausdenken, brauchen wir andere Zuständigkeiten. Und diese Ganzheitlichkeit fehlt mir insgesamt aus der Perspektive von Steuerung. Upsala. Damit komme ich zum letzten Punkt und einem Gedanke, den ich nur kurz anformulieren möchte. Ich denke, wir wären jetzt in einem richtigen Zeitfenster, um darüber nachzudenken, wo soll sich unser Bildungssystem, wenn man noch etwas enger formulieren möchte, wo soll sich unser Schulsystem hinentwickeln? Was mir fehlt an der Stelle in der Diskussion, ist wirklich die Entwicklung einer Vision, einer Perspektive von Zieldimensionen, auf die man hin Bildungspolitik, auch Bildungsforschung gestalten kann, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses Ziel mit kurz-, mittel- und langfristigen Meilensteinen unterlegt. Was wir oftmals erleben, ist ein Agieren, ein Reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Und damit verschenken wir meines Erachtens vieles. Was wir auch erleben oftmals, wenn es um Chancengerechtigkeit geht, um Bildungsgleichheit, dann wollen wir das immer durch Kompensation erzielen. Also Maßnahmen, die insbesondere auf Kinder aus sozial weniger begünstigten Familien fokussieren. Und die Frage ist das denn überhaupt realisierbar und umsetzbar? Ist es denn vielleicht sogar nicht wünschenswert, dass wir diese nachhaltige Kompensation haben? Denn diese Kompensation, ich zeige Ihnen hier nochmal diese schematische Darstellung, kann ja so aussehen, wie man sich das erhofft. Man investiert und interveniert in das System mit der Hoffnung, dass sich die Kompetenzverläufe der Kinder aus den sozial schwächeren Familien positiver entwickeln und die Leistungsspreizung dadurch geringer wird. Wir würden eine Kompensation aber auch anders erreichen, nämlich dann, wenn die Leistung der Kinder und Jugendlichen aus den sozial privilegierten Familien schlechter wird. Das heißt, wir brauchen hier, glaube ich, wenn wir vor einer Gesamtstrategie reden, auch eine Auseinandersetzung, mit welchen Maßen wir bestimmte Effekte, auch Effekte von Bildungsreformen, von Bildungsmaßnahmen beschreiben. Denn statistisch gesehen würden diese beiden Verläufe hier zu ähnlichen Effekten führen. Und das kann im Prinzip nicht die Lösung sein. Daher eine neue Perspektive möglicherweise in der Potenzialförderung der Schülerinnen und Schüler. Und was Sie hier als Zitat finden, das ist einem Papier entnommen von Bund und Ländern, das entwickelt wurde im Zuge der Entwicklung des ersten Bund-Länder-Programms Leistung macht Schule. Und hier wird deutlich, dass es darum geht, ja, den Kindern bestmögliche Lern- und Bildungserfolg zu garantieren. Das ist die Leitlinie einer auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit erzielenden Bildungspolitik. Wie soll das erreicht werden? Der Schlüssel hierfür wird im Bereich der individuellen Förderung gesehen. Es geht darum, bestimmte Potenziale frühzeitig zu erkennen und für die einzelnen Schülerinnen und Schüler geeignete Formen des Lehrens und Lernens zu finden und auch auf sie aktivierende Angebote der Beratung und der Begleitung. Warum zeige ich Ihnen das? Ich zeige Ihnen das, wenn diese Potenzialförderung mit dem Anspruch oder Umsetzung durch individuelle Förderung in der Fläche für alle Leistungsgruppen ermöglicht wird, dann ist das folgenreich. Nämlich folgenreich, dass meine Hypothese wäre, diese Lernverläufe würden sich möglicherweise nicht so darstellen, dass alle in gleicher Weise von dieser individuellen Förderung und Entwicklung profitieren. In dem Falle wäre das Delta zwischen den verschiedenen Leistungen von sozial privilegierten und weniger privilegierten SchülerInnen gleich groß. Meine Hypothese wäre, dass wir einen Effekt haben, der so aussehen wird, dass nämlich, wenn wir die individuelle Förderung in schulischen Kontexten wirklich umsetzen, wird die Leistungsspreizung möglicherweise sogar größer werden, weil was ausgeblendet wird an diesen Stellen, wenn man hier von Kompensationsmöglichkeiten ausgeht oder von sich Kompensationseffekte erhofft,
dass bestimmte Schülergruppen, und es sind gerade die aus den sozial privilegierten Familien, dann neben der individuellen Förderung in den schulischen Kontexten auch noch zusätzliche Förderung in den familiären Kontexten kommen würden. Und in der Kumulation wäre es zu erwarten, dass diese Kinder und Jugendlichen dann in der Konsequenz von dieser, nennen wir das jetzt mal, doppelten individuellen Förderung stärker profitieren als die Kinder aus den sozial weniger begünstigten Familien. Die Frage, die wir hier diskutieren müssen, meines Erachtens, ist das jetzt ein schädlicher Effekt oder ist das möglicherweise ein guter Effekt? Es wäre meines Erachtens ein guter Effekt, wenn es uns gelingt, auch die Kinder und Jugendlichen aus den sozial schwächeren Familien auf ein Kompetenzniveau zu heben, von dem wir sagen, dieses ist notwendig, um für den nächsten Bildungsbereich entsprechend vorbereitet zu sein und fit gemacht zu werden, dass dann bestimmte Schülergruppen in ihren Leistungen sich noch positiver entwickeln, kann im Prinzip kein Hinderungsgrund sein. Denn auch hier, wenn wir in die internationalen Bildungsvergleichsstudien schauen, scheint es ja so zu sein, dass Deutschland auch gerade nicht zu den Ländern gehört, in dem der Bereich der Leistungsspitze überdurchschnittlich groß ist. Das heißt, wenn wir von einer Gesamtstrategie sprechen, dann brauchen wir nicht nur diesen ganzheitlichen Zugang, der über die Ressortständigkeit von klassischer Bildungspolitik im Sinne von Schulpolitik hinausgeht, sondern wir brauchen auch eine Diskussion über mögliche Konsequenzen von Maßnahmen, gegen die hier erstmal niemand etwas sagen könnte. Potenzialförderung durch individuelle Förderung. Die Konsequenzen könnten aber das Gerechtigkeitsempfinden der einen oder anderen Person möglicherweise doch empfindlich stören. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.